Rosmarin, dummes Kaninchen. Am schnellen hier. Hey, schön sieht's aus. Was machen wir heute? Heute machen wir ein Kaninchen von Mallorca, sag ich mal. Ist ein bisschen mager auf der Brust, aber die sind hier so. Das ist am besten beim Metzger sagen, schon zerlegen lassen. Habe ich hier schon vorbereitet. Von den Knochen da kann man eine Soße wegziehen. Wir nehmen nur das Fleisch und die Leber und die Nierchen. Dann machen wir ein kleines Spießchen, Rosmarinspießchen für oben drauf zu garnieren. Ja. Dazu mal, oder für die Soße brauchen wir getrocknete Aprikosen, sind auch von hier. Mandeln, ein bisschen die Sherry-Tomaten, ein bisschen Champignons, Schalotten und ein Frühlingszwiebel kommt auch dazu rein. Alles auf dem Tisch? Ja, ist alles da. Das Fleisch, dann ein bisschen klein schneiden. Anfangen. Wollen wir was trinken? Wäre nicht schlecht. Zum Bordeaux vielleicht. Zum Bordeaux, gut. Ja. Okay. Cabernet Sauvignon, sehr gut. Das steht schon hier, schon vorbereitet. Ah, toll. Nee, aber diese... Die Gläser wollen wir nicht nehmen. Ja. Das sind schönere Gläser da. Diese. Nehmen wir die, ja. Suppi. Gut. So. Zum Kaninchen rot, passt ja. Ja. Danke fürs Kommen, bitte. Ja, bitte. Stell mein Gläser nach hinten. Toll. So. Du kannst einen Spieß machen. Ja. Kannst du so ein Rosmarin, so ein festes. Das mache ich mit Zwiebeln. Das ist meine Spezialität. Dann die Blütchen vielleicht abzupfen, für nachher für Teller zu dekorieren. Wie macht man einen Spieß? Ich zeige es gerade kurz. Das ist schon man hier. Einen Spieß. So, die Blütchen nehmen wir dann für zum Dekorieren nachher. Ja. So, und ich mache nebenher, das Fleisch klein. Ja, wie ein geschnetzeltes, also kann man alles nehmen, den Rücken, die Keulen, alles schon schön hergerichtet vom Metzger normalerweise. Ja, und so ein Kaninchen sind wie viele Portionen? So ein Kaninchen sind 4 Portionen ungefähr. Ja. Kommt drauf an, wie groß das Kaninchen ist. Ja. Jetzt machen wir die Sherry-Tomaten, die haben wir hier oben im Kreuz reingemacht. Ja. Dann haben wir 5 Stück, dann haben wir Unigreis. Ein Kreuz heißt die einfacher in ist zum einfacher zum Rundel. Nein, das ist nicht für den Spieß, nur zum, zum den Teller dekorieren ein bisschen. Guck mal, du kannst hier. Spieß? Nein, den wir hier abschneiden. Du kannst das Messer nehmen und hier so reindrücken, so ein Sternchen machen. Und das? Kannst du mal probieren? Ich mach's. Du musst schon kräftig drücken, achten, dass es nicht schneidest. Geht's. Suppi geht's. Ja, super. Dann haben wir die Tomaten, die Sherry-Tomaten hier, kurz ins heiße Wasser, damit die Haut abgeht. Du kannst schon ein kleines Messerchen nehmen, ach, die Tomaten sind noch heiß, so abziehen. Kannst du das Messer nebenher. Der Champignons legen wir da oben hin, der ist schon fertig, ach, ist heiß, Achtung. Die Aprikosen, nehmen wir klein schneiden. So. Also brauchen wir nicht irgendwie einlegen oder so, ganz sehr fein schneiden. Jetzt brauchen wir was Grünes noch ein bisschen. Ja, nehmen wir da den Kerbel. Der passt sehr gut. Aus dem Kräutergarten? Ja, auch. Der Kerbel nicht, aber der Rest kommt aus dem Kräutergarten. Der ist Salbei. Und ein bisschen Basilikum nehmen wir auch für den Geschmack. Da und kann ich schon was spießen? Den Spieß kann man fertig machen, ja. Ja? Dann nimmst du die Alufolie, guck mal, hinten zum. Zum Einpacken Grüne, vom Grünen, ja. Damit das nicht braun wird nachher beim Braten. Ja, das mache ich. Gemacht. Und dann kannst du es aufspießen ein bisschen, so dass die so in der Mitte ist. Ja. Nur die 3? Die 3, ja. Das passt. Da kann man vielleicht hier und dann abschneiden. Geht's rein? Natürlich. Gut. Ist ja alles hier supi. Und reinschneiden da. Toll. Nehmen wir Salz und Pfeffer vom Kaninchen. Das ist doch die Idee mit den Küchen, ne? Dass man da drin alle Welt was mitmacht. Und da könnte noch jemand sitzen und was klein schneiden. Das ist schön, ja. Also ich habe einen sehr guten Freunde, die haben sich jetzt eine Küche gemacht. Dann packe ich in ein Studio und vorne mit dem Tisch mit 10 Personen hingemacht. Also ich und alle machen mit und genau. Ja, ist eine, gut. Dann muss das Fleisch anziehen. Den Champignon mit rein. Die Tomaten, die wir da oben runterschieben. Ja.
schön ein bisschen braun ist. Das ist aber nicht zu durch. Wenn es zu durch brät, ist nachher alles trocken. Ja. Dann wird es so leicht. Ein bisschen Biss. Bisschen, doch. Ja. Okay. Dann haben wir hier die Zwiebelchen rein. Das sind Schalotten klein geschnitten. Ja. Sehr fein. Ja. Mit einem sehr scharfen Messer. So. Nehmen wir alles raus, nehmen wir ab. Das ist jetzt ein Ding, der ist unten der Saft. Den nehmen wir nachher dann zum die Soße zu machen. Ja. Ja, nebenher braten wir hier das Spießchen. So. Nehmen wir auch nachher würzen, weil die Leber und die Milch mit dabei ist. Nehmen wir hier die geröschten Mandeln. Kommen die Aprikosen mit rein. Da tun wir mal alles. Aufpassen, weil wenn die Leber spritzt immer. Ja. Ah ja? Ja, wenn die. Dann nehmen wir hier den Weißwein. Denn dabei denken wir an den Roggen. Ja. Kannst du ablöschen. Okay. Dann haben wir die Kalbsschühe, wo wir hier drin ist. Mach dazu. Und ein bisschen Sahne. Hier ein bisschen drehen wir das da. Das muss nicht zu stark, aber schon fertig werden hier. Ein bisschen Senf rein. Ein bisschen Cognac. Angefangen. Man kann es zu Hause natürlich auch einfacher gestalten. Ne? Man braucht nicht deine Spieß. Nee, braucht man nicht machen, aber wenn man ein schönes Essen hat, ein schönes Festessen, sag ich mal. Dann kann man das schon machen, ja. Oder wenn man für seine Liebe oder Lieben kocht. Ja, ja klar. Ja, für zwei Personen ist eine leckere Sache. Ja, die Soße, die muss man haben. Die sieht super aus. Gut, dann können wir eigentlich anrichten. Da kommen ein bisschen die Kräuter mit rein. Anrichten ist mein Stichwort. Ja. Stichwort. Da haben wir wieder anrichten. Die Mahle noch hier. Ja. Zum hier Mahlen. Wegtun. So, das kannst du mir auch geben hier bitte. Ja. Senf. Habe ich hier die. Nein, ohne mich. Das Kartoffelpüree. Ist hier. Und da es halt so einfach ist, nur ein Kartoffelpüree zu machen, habe ich ein bisschen Pesto mitgebracht. Das heißt Basilikumpesto. Dann machen wir das aus dem weißen oder also aus dem gelben Kartoffelpüree, machen wir ein grünes Kartoffelpüree. Das sieht halt ganz lecker aus, die Sache. So. Ein bisschen aufkochen lassen. So, dann können wir eigentlich anrichten. Du kannst die Tomatchen auch hier reintun. Dann sind die auch schon warm hier. Ein bisschen Salz und Pfeffer. So. Lecker. Könnte ich jetzt auch essen. Lecker, lecker. Das könnte ich jetzt auch essen. Ja, ich habe zwei Paar hier vorbereitet. Ja, So, ein Spießchen. Hier oben drauf hier. So. Das Sternchen, dein Sternchen, was du gemacht hast hier. So, jetzt haben wir ein bisschen vielleicht noch eine Soße, die hier. Ja, sieht ja keiner, dass es zwei beide Soßen sind, wo hier drin ist. Guck mal. Das ist aber Auge, ne? Auge ist mit und. Jetzt nehmen wir die Mahle noch ein bisschen. Dann wird die Sahne noch leckerer. So. Aber. Ja, das ist jetzt ein bisschen abrutschen noch, damit es sauber ist. Und schon Mahle. Kann das aus der Superküche ausgehen. Das ist es. Das ist ein bisschen schwieriger, aber sehr gut. Das Ergebnis spricht für sich selbst. Ja, dann guten Appetit. Toll, guten Appetit, aus. Ja.